Tausende verurteilte Kriminelle wurden entlassen, um für über 50.000 Personen, die nach dem Putschversuch verhaftet wurden, Platz zu machen. Jetzt plant die AKP-Regierung, zusätzlich 50 Gefängnisse zu bauen. Zuvor hatte Präsident Erdogan verkündet, die Prozesse gegen die Hizmet-Bewegung bis Ende 2017 zu beenden. Auch das Justizministerium hat sich dazu geäußert. Die 50 neuen Gefängnisse würden für die Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen gebaut. Damit kommen Befürchtungen zum Vorschein, die neuen Haftanstalten seien Konzentrationslager für vermeintliche Anhänger Gülens.